Wir erfinden eigene musikalische Bewegungen und zeigen, Musik ist Bewegung und Bewegung ist Musik. Ich habe mich immer für alle Kunstformen interessiert und eine Verbindung gesucht. Und in der Rhythmik kann man sich mit Sprache, mit Musik, mit Bewegung und mit Szene beschäftigen. Ich habe mich für den künstlerisch-pädagogischen Masterstudiengang hier in Trossingen entschieden, weil wir hier die Möglichkeit erhalten, ein Jahr lang begleitet Kinder zu unterrichten. Stücke in Musik und Bewegung entwickeln wir auch mit Kindern und Jugendlichen, was viel Spaß macht. Das Singen und Bewegen gehört dabei oft zusammen. Ich spiele Cello, ich tanze gerne und mir ist wichtig, mit Menschen zu arbeiten. So studiert man in diesem Studium im Grunde gleich zwei Instrumente. Den Körper als Instrument und sein jeweiliges Musikinstrument. Man bekommt Einzelunterricht im Literaturspiel und auch Unterricht für Instrumentalimprovisation. Ich improvisiere, seit ich Musik mache. Und Improvisation ist bei Musik und Bewegung ein fester Bestandteil. Aber erst einmal ist das Studium wie eine Quelle, um die eigene musikalische Kreativität zu entfalten und gleichzeitig eine spannende Zeit, dieses Abenteuer eng mit anderen zusammenzuerleben.